So, ihr Lieben, es geht weiter mit Sacred Gold. Wir sind in der Burg Sternental und ja, hier gibt es einige Quests. Also ich muss mich jetzt erstmal hier sowieso zurechtfinden. Im letzten Part war ich ein bisschen müde, hat man vielleicht gehört. Ich habe mich ziemlich oft versprochen und war auch ein bisschen durch den Wind. Es ist einfach, irgendwann ist halt, ihr seht das halt ja nicht, wie die Uhrzeit hier ist, aber ja, letzte Aufnahme war schon ziemlich spät. Aber jetzt erfrischt und jetzt kann es eigentlich weitergehen. What the fuck ist das da? Ein verdammter Drache? Hallo? Ach nee. Der Schiedsoger greift direkt an. Und der Penner hat gemisst. What the fuck? Hau ich ihn halt so um. Was sagt ihr Keine nun? Ahnung, warum das so krass daneben ging. Hallo, Drachenfreund. Merkwürdige Geschichte. Warum hat denn der Kanonenschuss nicht getroffen? Echt merkwürdig. Ah, das hier ist das Spielfeld übrigens, ne? Und what the fuck, wo geht's hier hin? Ah, okay. Wo bin ich jetzt hier? Hier bin ich. Interessant. Das Portal habe ich ja schon mal gesehen. Das musste ich also erst von der anderen Seite freischalten. Lass mich hier durch. Lass mich wieder zurück. Bitte. Alter, Gott sei Dank. Stell dir mal vor, die Mobs könnten hier folgen. Guck mal, das sieht aus wie so ein Quidditch-Platz. Ich bin mal, ich weiß, habe echt keine Ahnung, was die hier genau spielen. Ob das Fußball ist. Hier ist auf jeden Fall so eine Art Tor. Keine Ahnung. So stelle ich mir aber einen Quidditch-Platz vor. So, hier ist anscheinend ein größerer Händler. Und hier sind ganz viele Kaninchen. What the fuck? Was gibt es denn da zu lachen? Ich habe eine Hasenplagenphobie. Und in der Hasenform ertrage ich diese grässlichen Biester besser. Also, wenn ihr etwas kaufen wollt, wendet euch an meinen Angestellten. What the fuck? Kann ich die irgendwie vernichten? Jetzt habe ich sie vernichtet, aber noch nicht alle. Jetzt hat sie sich zurückverwandelt. Das war wohl eine Quest, hä? Dabei kann ich Mörchen nicht einmal ausstehen. Komisch. Komische Quest. Es gab ja nicht mal eine Quest. Ich habe hier nicht mal was bekommen. Keine Ahnung. Was das sollte. Shit, jetzt habe ich irgendwas verkauft, was ich nicht verkaufen wollte, ne? Nevermind, kann nichts Wichtiges gewesen sein. I hope so. Sehr komische Geschichte hier mit den Hasen. Muss ich nicht verstehen, hoffe ich. So, dann gehe ich erstmal tot dem Schiedsoger nach. Noch die Quest abgeben. Ich finde es schön, wenn solche Quests in der Stadt erledigt werden können. Das macht es dann relativ einfach. Obwohl ich sagen muss, dass ja, dieser Auftrag, den Oger einfach umzulegen, der anscheinend wirklich ein Mitglied in dieser Stadt war, ein Bürger dieser Stadt, ein bisschen mies ist, ne? Also, keine Ahnung. Das bleibt hier alles so ungescholten. Keine Ahnung. Ungesühnt. Ich vermag nicht, euch zu verurteilen, ob eurer Tat. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Ich vermag nicht, euch zu verurteilen, ob eurer Tat. Lasst uns darauf trinken und als Belohnung habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Das ergibt wieder keinen Sinn. Da haben sie wieder irgendwie. Ich vermag nicht, euch zu verurteilen für diese Tat wahrscheinlich. Macht mehr Sinn. Er hat uns diesen Auftrag gegeben. What the fuck? Das ist eine merkwürdige Quest gewesen. Und wieder so ein paar Fehler hier. Ja? Muss man ja schon tatsächlich sagen, dass sowas eigentlich nicht passieren darf beim Entwickeln eines Spiels, das dann wirklich. Na gut, man muss aber natürlich dazu sagen, dass es echt viele Quests sind, die es in Sacred zu erledigen gibt. Natürlich echt, weiß nicht, wie viele Tausende von Seiten Text, die da fertig machen mussten für dieses Spiel. Aber eigentlich darf das nicht passieren in einem RPG.
Das ist eigentlich ein Fehler, der nicht geschehen darf. Vor allen Dingen, weil sie es sich ja noch relativ einfach gemacht haben und das meiste nicht haben synchronisieren lassen. Ja, also das meiste muss man ja selber lesen. Die Hauptquests werden zwar immer noch synchronisiert, aber der Rest halt nicht. Na gut. Ragnar, du Rock, meine Eulen berichten schon von eurem Eintreffen hier und ich habe Verwendung für euch. Vier meiner überaus gefährlichen Versuchstiere sind zu töten. Bitte bringt mir auch die Gehirne zur Obduktion. Ohne diese Gehirne wird meine Forschung um Jahre zurückgeworfen, denn es handelt sich dabei um vier Kreaturen, die durch eine Manipulation ihrer astralprojektiven Peripheriesinne, mein Gott, nun magiebegabt geworden sind, um große Kälte zu widerstehen. Peripheriesinne. Meine Güte, das ist aber ein Zungenbrecher. Astralprojektive Peripheriesinne. Meine Güte. Ich könnte das jetzt. Das sagt jetzt mal viermal ganz schnell hintereinander. Astralprojektive kriegt man nicht hin. Kriegt man wirklich nicht hin. Na gut. Dummerweise konnten sie bei einem Brand entlaufen und machen nun die Gegend unsicher. Wieder jemand, der mit seiner Magie nicht richtig umgehen kann. Na, dann müssen wir auch aus der Stadt wieder raus. Na gut, schauen wir nochmal hier ein bisschen. Gibt's hier noch was? Irgendwas Besonderes? Was ist das denn hier? Wo zur Hölle geht's hier hin? Ist das ein Friedhof oder ähnliches? Guck mal, da sind die scheiß Höhlenfische. Ach ja, hier ist ein Friedhof und hier wandeln die Toten. So, Tiermagier Mugato, bitte findet Fridolin und bringt ihn zu mir zurück. Heute Morgen ist mir wieder einmal mein Haustier entwischt. Fridolin ist ein 400 Kilo schweres Waldwasserspeier. Aber er ist tanzsam und folgt nur seinem natürlichen Drang, sich hin und wieder in den Wald abzusetzen. Bitte findet ihn und bringt ihn zu mir zurück. Habt keine Sorge, er wird euch folgen, wenn ihr auf ihn stößt. Ja. Ist ja eine lustige Idee. Alter Schwede. Was machen die denn hier zum Teufel? Das ist ja unheimlich. Voll der Grufti-Zoo hier. Stehen hier alle mit den Fackeln? Na gut, hol ich Fridolin als erstes zurück. Fridolin für so ein... Was ist denn zum Teufel ein Wasserspeier? Ein Wasserspeier ist für mich ist so eine Steinskulptur, die irgendwie an so einem, ja... an einem Teich oder ähnlichem aufzufinden ist, die man da hinstellt. Aber das ist doch kein Lebewesen. Aber hier ist wohl alles möglich. Natürlich, beschwört er erstmal so einen scheiß Silberkeiler. Bin ich überhaupt richtig? Ich mach das später. Das ist jetzt hier, glaube ich, erstmal die falsche Idee. Da geht es nämlich auch zur Hauptquest. Ich werde als erstes jetzt mal die anderen Quests machen, wo ich hier wieder raus muss. Aus dem Örtchen. Geisterhafte Schemen. Hier das Versuch, die Versuchsmonster. Und hier auch noch das Reagentium Silberblüte. Ja, das können wir auch noch sammeln. Müssten wir eigentlich überall von hier aus hinkommen. Ist eine nette Stadt, muss man schon sagen. Sieht wirklich, ist was Besonderes. Erinnert mich an diese Magierfestung in Skyrim, falls ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen jedenfalls. Hier kann ich auf jeden Fall was abgewinnen, dieser Gegend. Vor allen Dingen auch dieser Stadt. So, komm, kann ich mir jetzt hier irgendwie links in die Wälder schlagen? Nein. Ne, hier geht's auf jeden Fall nicht lang. Da müssen wir von oben uns annähern. Diese geisterhaften Schemen sind wirklich nicht besonders selten. Die gibt's hier wirklich ganz schön oft. Ach nee. Ich mache euch fertig. Und da kriegen wir direkt ein Set-Teil. Ist ja lächerlich. Zack. Sogar Set. Wir hatten das Ding noch nicht. Mozognia.
Ach, sieh mal einer an. Wucht plus 2. Interessante Sache. Not bad. Da haben wir jetzt sogar was Schönes ausgetauscht. Vor allen Dingen, das Ding hier war für Stufe 17, das hier ist für Stufe 40, ja? Allein von den Stats her ist das Ding besser. So, ich denke mal, dass diese Versuchstiere, die wir erledigen müssen, ja, wahrscheinlich Elite sein werden. Das ist wahrscheinlich schon eins, ja genau. Labortier KLE 2345. Ich kann nur hoffen. Oh, sieh mal einer an. Hat was Schönes gedroppt. Oh, hier ist noch einer. Nice. So. Dann möchte ich jetzt hier mal die Items aufsammeln. Heiltrank nehme ich auch noch mit. Schwacher Trank des Mentors auch noch. So, wo ist das nächste? Da. Gut, laufen wir da mal hin. Mache ich als erstes diese Versuchsmonster-Quest. Ach du Scheiße. Ich hasse Magier, ne? Verdammter Hexer. Aber auch wirklich nur wegen diesem Festhalten, muss man wirklich sagen. Wenn die nicht festhalten würden, wäre es mir eigentlich egal. Dann würde ich die halt immer ignorieren und würde gar nicht gegen die kämpfen. Aber so muss ich es halt, weil die dich halt einfach sonst nicht vom Fleck lassen. Das ist halt echt nicht schön. Na komm. So, die Items haben wir jetzt auch schon fast alle voll. Die Items, die Quest hier. Oh, da oben. Guck mal, bald macht das Ding genug Schaden, dass allein das Zersplintern dieser Fähigkeit noch so viel Schaden macht, dass ich den Flammenwerfer irgendwann mal gar nicht brauche. So, hier müssen wir rein. Jetzt hier in der Höhle versteckt. Da renne ich doch einfach mal direkt hindurch. Alter, ein Höhlenfisch. Ein Höhlenfisch. Natürlich ist es ein Höhlenfisch. Was sollte es denn sonst sein, um mich zu ärgern? So, ich würde dem Höhlenfisch verzeihen, wenn er jetzt was Schönes gedroppt hätte, aber hat er nicht. Guck mal, können wir nicht mal aufsammeln, weil es nicht für unsere Klasse ist. Dann sammelt das nicht mal auf. Na gut, dann wieder raus hier. Bring aber ganz gut EP, ne? So, wo ist das nächste? Hier, okay. Alter. Was ist denn mit denen falsch, ne? Kommen da plötzlich 2 Milliarden Viecher an. Schwacher Heiltrank. Den trinke ich auch gleich. Ist auch echt wieder so eine unwirkliche Gegend. Guck mal, das ist wie ein Fluss. Man kann es kaum erkennen, dass das überhaupt ein Fluss ist, ne? Weil sich das so überhaupt nicht von, von der Umgebung her, irgendwie absetzt, ja. Das geht so fast fließend über von der Farbe her, finde ich. Deswegen so schwierig, da irgendwie zu erkennen, wo der Fluss beginnt. So, eigentlich brauche ich diese geisterhaften Schemen gar nicht mehr, aber... Ah, guck mal, diese Magier sind auch vor allen Dingen jetzt nur noch in diesem Pulk hier, ne? Ich weiß gar nicht warum. Und warum sind jetzt hier, sind mir schon wieder so viele von den Viechern hier gefollowt, hä? Das kann ich nicht gerade nachvollziehen. Entlaufene Versuchsmonster. Müssen wir weiter nach oben? Ach du Scheiße. Ja, jetzt geht nämlich der ganze Kram wieder los. Das Ding ist halt, du würdest ihnen niemals entkommen, wenn du sie nicht erledigst. Sie halten dich halt fest, bis du aufgibst, da überhaupt noch irgendwas zu machen.
Okay, wir müssen noch weiter noch Richtung Norden. Bisschen nördlich, hier sehen wir schon. Bin mal gespannt, was das jetzt für ein Viech ist. Kann ja kein Höhlenfisch mehr sein, das wäre ja langweilig. Wahrscheinlich so ein Schemen könnte es auch noch sein. Schemen, Gargoyle oder sowas. Ach, hier ist auch wieder eine Höhle. Die verstecken sich anscheinend gerne in Höhlen. Oder eine Spinne, natürlich. Das wäre auch denkbar. Ja, wahrscheinlich ist es eine Spinne. So eine größere Spinne, ja. So was habe ich mir schon gedacht. Leider mal wieder ein paar gerettet. Durch den scheiß Stein dort. So, Gear aktivieren. Kanonenschuss raus und... Boom. Oh. Fast ein One-Shot. Alter. Was hat mir denn da gerade so viel Schaden gemacht? Spinne ist allerdings relativ langweilig, wie ich finde. Na gut, liebe Leute, ich mache hier dann auch eben mal kurz einen Cut. Wir hören uns gleich wieder und dann geht's hier weiter. Macht's gut, ciao.